Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und ich habe wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die Traditionsausrüstung vom Goblin angucken. Ich habe eben noch den Ruf hochgebastelt, denn das ist eine der Grundvoraussetzungen für das Ganze. Wir brauchen nämlich einen Goblin der Stufe 120. Das ist hier mein mehr oder minder gut equipter Mage. Dann braucht ihr noch die Hausfraktion quasi davon. Das ist bei den Goblins das Blickwasserkartell, das habe ich mir jetzt auf ehrfürchtig hochgefarmt. Wenn ihr euch fragt, wie macht ihr das am schnellsten, holt euch den Wappenrock der Fraktion. Den habe ich mir hier in OG gekauft, beim Flugmeister oben ist der. Und dann einfach ein paar alte Instanzen durchpesen, da kann ich das Botanikum empfehlen. Das geht tatsächlich am schnellsten. Und ein paar Runs habe ich gelaufen, da war ich ehrfürchtig. Und jetzt können wir hier in OG loslegen. Und zwar sind wir wieder bei der Botschaft in Orgrimmar. Und hier haben wir quasi dann die zwei Goblins, die uns diese Quest geben. Und da gibt es dann dementsprechend die Traditionsausrüstung von Khesan. Das ist ja diese Heimatinsel der Goblins. So, Quest ist angenommen. Das hat euch ein Transportmittel nach Khesan organisiert. Trefft sie in Herzangs Versteck. Ich würde euch ja mitnehmen, aber die Arbeit ruft. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Okay, also ich muss irgendwo... Wo müssen wir denn hin? Also... Sprich mir das im Schlingendornental. Achso, wir müssen in Schlingendornental. Heißt, wir müssen am besten den Zeppelin nehmen. Der fliegt uns da ja hin. Und zwar fliegt der hier los. Ich würde sagen, wir skippen jetzt rein, bis ich im Schlingendornental bin. So, Leute, ich bin im Anflug runter in Schlingendorntal. Ich wurde übrigens vom Stream gerade darauf hingewiesen, dass es nicht Blickwasserkartell heißt, sondern Bilgewasserkartell. Also für die Leute, die es wichtig ist, es heißt Bilgewasserkartell, ja. Wir haben das jetzt einmal aufgeklärt. Ja, den netten Goblin haben wir da. So, Quest abgeben. Bringt das Paket zu Hobarn Wurfhammer. Wo ist der denn? Wartet euer Transportmittel nach Dreckopolis. Ach, und Galinix hat die Stadt gekauft. Verscherzt es euch also nicht mit ihm. Okay, also wir müssen zu irgendeiner Stadt. Ich hoffe, das ist wieder so ein Szenario. Das von den Worgen war nämlich ganz cool. Ja, machen wir das mal. Reisen wir da hin. Ah, okay. Ach, das ist einfach hier die Insel, ne? Wo es auch die Instanz gibt. Nach Motherload. Mach bloß keine Dummheiten. Das ist Gallivix Revier. Interessant. Naja gut, dass sie da nicht was komplett Neues basteln, ist klar, für so eine Traditionsausrüstung, nur dass bei den Worgen war es ja auch Gilneas, was es ja schon gibt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es die Insel ist. Okay, also sie sind jetzt lauter Verbündete. Ich muss jetzt einmal da zu dem Dude hinter. Eine Sonderzustellung. Ihr arbeitet da an was Neuem, Hobart. Vergesst nicht, dass rechtlich all eure Erfindungen mir gehören. Ihr habt meine Unterschrift gefälscht. Den Vertrag könnt ihr euch in die Haare schmieren. Vorsicht mit den Anschuldigungen, so ganz ohne Beweise. Dreckopolis gehört mir mit allem drum und dran. Und jetzt ab an meine Arbeit. Gehen wir, Leute. Diese Goblins. Okay. Okay, den müssen wir jetzt unterstützen. Wenn dieser schwafelnde Blödmann glaubt, ich würde meine größte Erfindung rausrücken, irrt er sich gewaltig. Der Panzeranzug X-52 wird die Goblin-Waffenindustrie revolutionieren. Dank euch kann ich endlich die nächste Testphase beginnen. Okay. Mund auf. Test Nummer 1. Extreme Kälte. Gut, dann machen wir die extreme Kälte mal an hier. Du hast ganz schön eingefroren. Dieser Test simuliert Umgebungen, die um ein Vielfaches kälter sind als Nordend. Keine Lebenszeichen vom Versuchsobjekt. Aber der Anzug ist intakt. Erfolg! Okay, den Goblin hat's halt hingerafft, ne? Aber der Anzug läuft noch. Wunderbar. Habe ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Okay, jetzt müssen wir Flammen aktivieren. Test Nummer 2. Extreme Hitze. Wenn dieser Anzug eine Explosion aushalten soll, muss er natürlich auch feuerfest sein.
Sieht nicht so gut aus. Wieder ein Versuchsobjekt weniger. Aber die Stiefel sind intakt. Okay, die Stiefel sind intakt. Gut, was ist das letzte? Der wird jetzt weggesprengt, oder? Na gut. Keinen Respekt vor der Wissenschaft. Gutes Personal wird immer seltener. Okay. Eine Frage. Während ihr die Thermostecker holt, plane ich meinen neuen Sprengstofftest. Trefft mich dann nach eurer Rückkehr in meinem Lager. Okay. Wir müssen jetzt mit so einem anderen Dude sprechen. Wo ist der? Ah, der ist am Anfang wieder. Also das war schon ganz witzig gemacht, ne? Die Goblins werden hier alle aufgeopfert für die Wissenschaft, um den Anzug da zu testen. Aber was bringt's dir, wenn der Anzug intakt ist und dein Typ, der im Anzug steckt, tot ist, dann von alleine wird der Anzug auch nicht laufen, ne? Danke dir fürs Follow, ne? Gut, okay, dann schauen wir mal. Ach halt, der Questgeber ist hier innerhalb der Mauer, mit dem müssen wir quatschen. Fordert 8-mal Schulden. Ah, okay, wir müssen Schulden eintreiben. Okay, es war klar, dass wir die bekämpfen müssen. Also jetzt seht ihr mal hier Mage-Gameplay vom Allerfeinsten. Oh, war ja, keine Ahnung. Wir können hier einen Cooldown anschmeißen, dann gehen wir mal ein bisschen weg. Natzen den mal um. Der Typ hat halt einfach 10k Life, ne? Und das ist hier ein halber Bosskampf. Ach, der hat mich interrupted. Okay, alles klar. Sogar gestunt kurz. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, einmal Schulden haben wir. Ich glaube, ich muss HT ziehen. Ach gut, der gibt mir die Schulden einfach so raus. Perfekt. Der hier eher nicht. Warte mal, ich kann hier doch... Was habe ich da wohl das gebindet? Diese Orb, die kann ich da auch noch da drauf ziehen. Ach super, die flog halt da komplett durch, ne? Komm, wir machen das jetzt mal anders. Gehen wir mal ein bisschen weg. Okay, man sollte anscheinend nicht in Melee-Range stehen, wenn man diese Orb einsetzt. Haben wieder einen Stun-Up gekriegt, wunderbar. Also ich kenne mich vom Frostmage einfach überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber die Mobs sterben schon irgendwie. Oh, super, wurde ich halt nochmal gestunt. Alter, der killt mich halt fast, ne? Diese, einfach so ein ganz normaler Non-Elite-Dude. Zack, da geht er down. Okay, perfekt. So, dann hoffen wir jetzt, warte mal, wir haben doch auch irgendwo so ein Schild, oder? Oh, was ist das? Kälteeinbruch, das hat irgendwelche CDs resettet. Ah, okay, aber nicht alles, was ich wollte. Ich irgendwo... Ach, da habe ich so ein Frostschild. Und ich kann so ein Ele beschwören, ne? Vielleicht hilft der mir auch noch so ein bisschen. Fuck, jetzt sind wir nochmal im Stun. Scheiße. Ich verrecke halt hier einfach. Nein, Eisblock. Scheiße, was mache ich jetzt? Fuck it. Ich sterbe halt gegen so Gammelmobs hier. Komme ich da rechtzeitig weg? Ich kann dieses Schild irgendwie durchdrücken. Voll der Progress. Oh, warum spawnt denn jetzt dieses Auge? Ich habe mein Schild noch rechtzeitig durchgekriegt. Alter Schalter. Ich muss mir mal Food herzaubern. Holy moly. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so hart wird, ne? Also mit dem Worgen, der hat ja auch nicht so ein gutes Skill gehabt. Mit dem Worry, den ich da hatte. Aber das scheint hier schon ein bisschen tougher zu sein. Das Problem ist, dass halt irgend so ein Gammelschar, den ich sonst nie spiele. Wo haben wir denn hier? Man kann es doch mit einem Mage irgendwelches Brot herzaubern. Dann machen wir das doch mal. Ziehen wir das mal hier raus. Und vielleicht soll ich das komische Schild dann auch auf Cooldown halten. Aber sonst kriege ich dann doch ein bisschen viel in die Fresse tatsächlich. Ja gut, 40k Schaden absorbiert, ist das gar nicht mal so verkehrt. So, halb voll Simmer, das muss reichen. So, jetzt versuchen wir das mal hier profimäßig. Wo haben wir denn die Orb da drauf, auf den Dude? Und haben wieder einen Stun gefressen. Ziehen wir den wieder in die Orb rein. Jetzt aber. Und das Ele haben wir auch noch mit dabei. Du, ich sag 3k auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, super, wo muss denn jeder blöde Mob hier? Hier mich angreifen. Können die denn einfach so ihre Kohle rausrücken? Der kann sogar auf Range stunnen. Schau mal an. Ich habe mein CD wieder ready. Und ich könnte eigentlich, fällt mir gerade so auf, auch HT ziehen, oder? Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir wieder weg hier. Ziehen wir mal das Schild nochmal. Früher hat doch der Frostele auch irgendwo eine Dings gehabt. Ich meine, der Frostele konnte auch eine Frostnova ziehen. Begleiter, was kann denn der so?
Okay, er kann er anscheinend nicht. Ja gut, aber dann ziehen wir wenigstens HT raus, würde ich mal sagen. Sehe es jetzt gerade nirgends hier. Zeitkrümmung. Ja, packen wir das mal dahin. Ja, da passe ich. Also 3 Millionen Gold würde ich zwar mitnehmen, aber mit dem schaffe ich keine Vision. So, okay. Gut, Quest haben wir fertig. Die letzten beiden haben wir ihr Loot einfach so gegeben. Das finde ich doch wunderbar. Boah, ich hoffe, dass ich nachher nicht einen Boss besiegen muss, weil da sehe ich ganz schwarz für. Also ganz, ganz schwarz. So, jetzt müssen wir das Paket zurückbringen. Jetzt haben wir diese Stecker. Na gut, mehr Thermostecker. Ja, ich habe hier diese Dings-Eis-Nova, die Pet-Nova. Aber, also da habe ich mir früher ein Makro gemacht, weil ich früher noch hier ein bisschen öfter den Char gespielt habe. Ah, doch, das ist die hier, ne? Ah, naja. Ach, der Typ ist gar nicht hier drin. Habe ich doch. Ich wusste, ich hatte irgendwo noch so die Erinnerung, dass ich eine Nova hatte, aber das war halt das letzte Mal, wo ich den aktiv gespielt habe, war halt irgendwie in Burning Crusade oder so. Was ist es? Hier. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt Laborassistent und Versuchsobjekt in einem. Ach du Scheiße. Legt den Panzeranzug X-52 an und geht weiter zum Hauptgebäude. Wenn ihr bereit seid, gibt es weitere Anweisungen. Wunderbar! Zieht nun den roten Hebel vor der mechanisierten Laborassistentin. Ich muss jetzt hier rein, oder was? System aktiviert. Grüße, Benutzer. Initiiere Kampfsimulation. Bitte bereitet euch auf Prügel vor. Das jetzt hier. Das ist jetzt der Bosskampf, den ich hier runterspielen muss. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Alter, was kriege ich denn da auf den Lotz? Ja, super. Ja, das wird eine Nullnummer. Ach, da kann ich mich einfach so immunisieren. Okay, das wird halt hier definitiv nix. Wie soll ich denn den Typen tot kriegen? Ich kann mich ja nicht mal heilen. Scheiße, ich bin halt jetzt schon. Kann der fuck Elementar den nicht tanken? Ich kann mich als Mage nicht heilen, ne? Ich werde halt durch die Auto-Hits gekillt, ne? Jetzt hat der Elementar hier Aggro. Ja, schöne Scheiße. So, nochmal ran hier. Hardcore Progress, ich sag's euch. System aktiviert. Also ich muss den Grüße, Benutzer. Umhang. Initiiere Kampfsimulation. Bitte bereitet euch auf Prügel vor. Darf mich halt jetzt von am besten nichts treffen lassen. Mit dem Ding halt auch nicht. Das Auge wollte schon wieder zuschlagen. Hier drin darf ich am besten auch nicht stehen. Okay, jetzt kommt das Ding. Jetzt benutze ich das Teil mal. Okay, das haben wir runtergenommen. Okay, jetzt muss ich halt echt schauen, dass ich einigermaßen gut spiele. Wenn hier nichts drin steht, dann müsste ich ihn eigentlich irgendwie packen können. Machen wir mal hier volle Konzentration. Na? Bosse kommen wieder. Ich darf bloß in dem Shit stehen, ne? Flammenwerfer. Oh, what the fuck? Ach, du darfst nicht an den Rand da rankommen, der schleudert dich zurück. Jetzt wäre ich fast in den Dings reingeschleudert worden. Habt ihr das gesehen? Sprengstofftest eingeleitet. Sprengstofftest? Holy moly. Zum Glück habe ich das Ding gedrückt, das ist mein fucking Ele kaputt. Und das, da war ich jetzt nicht drauf gefasst, hab gesehen, Sprengstofftest. Was war denn das gerade? Oh, shit. Soll ich den Elementar jetzt wieder beschwören? Glaubt ihr, das macht Sinn? Brauche ich den? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Scheiß auf den Elementar. Ach du heilige Scheiße.
Den kann ich nicht mal freezen. Da Flammenwerfer, gehen wir da wieder weg. Ohne Scheiß, wenn ich einen halbwegs equippten Char hätte, wäre das wahrscheinlich alles wurscht, ob du dich von irgendwann trissen lässt. Aber dieser Mage, der kriegt so auf den Sack, ne? Da ist alles zu spät. Müssen wir richtig safe runterspielen, den Boss hier. Schwerer als manche Raid-Boss. Oh fuck, da werde ich ja wieder. Also wenn du ein bisschen an den Rand ran blinkst, ne, wirst du halt weggeschmissen. Flammenwerfer. Oh scheiße. Oh. Komm Leute, der sieht gut aus. Wir haben uns das upprogressed hier. Nice, ich bin so gut. So ein Mage-Ass bin ich. Ach du heilige Scheiße, ne? Das war jetzt schon eine harte Nummer. Waren jetzt ein paar zu viele Tries, die ich hier gebraucht habe. Gut, okay. Also, ich hoffe, ich muss nicht nochmal einen Boss. Ich meine Testgebiet, so schnell ihr könnt. Ach so, wir müssen jetzt noch einen Boss. Oh nein, wir müssen halt noch einen Boss machen, oder? Was ist denn das hier? Oh nein! Oh nein, was ist denn das hier für eine Scheiße? Überquert das Minenfeld und holt euch das erfrischende Kokosgetränk in der Mitte. Und oh nein. Angst vor den Minen. Der X-52 bietet euch adäquaten Schutz vor den Explosionen. Ich hab das Ding. Geht doch nicht gut, oder? Ist absorbiert, okay. Und wie war das Getränk? Das war's? Okay, das habe ich mir jetzt gedacht, dass das hier richtig krass wird, ne? Okay. Ja gut. Das hat jetzt krasser ausgesehen, als ich dachte, ne? Ich dachte, das wird... Kennt ihr das in Nordend ist das? Da gab es so ein Minenfeld, wo du irgendwie durch musstest, um irgendwas in der Mitte zu holen. Da gab es, glaube ich, irgendeine Achievement oder irgendwas. Das ist doch nicht schlimmer, als es sein muss, Hobart. Her mit der Rüstung und ihr habt Ruhe. Hört sofort auf, Geschäftlichen. Der Anzug ist nicht hier. Ach ja? Mir war so, als wäre sie gerade durch die Tür marschiert. Macht den Mund auf. Eure Halunken machen mir keine Angst. Mein Assistent schafft das schon. Das werden wir ja sehen. Sollen wir die Dudes hier umhauen? Oh, scheiße. Ich krieg auf den Sack. Dammit. Warte mal, ich kann hier so irgendwelche CDs zurücksetzen. Oh, fuck it. Kann ich nicht mehr weg. Okay, einen habe ich getötet. Wir progressen uns jetzt hier wieder ran. Ich sag's euch. Ich hab's von dem Warrior noch gesagt, oh, das lief erstaunlich gut mit dem Low Gear, ne? Und aber den Mage, ganz böse Geschichte. Aber der Warrior war auch Tank tatsächlich. Ich hab hier Spiegelbilder, habe ich aber glaube ich nicht geskillt, ne? Ne. Müssen die jetzt irgendwie einzeln da wegprogressen und ich hol mir meinen Wasserelementar wieder. Wo hatten wir den hier? Da haben wir auch die Pet Nova, ne? Die habe ich hier extra. Jetzt schauen wir mal, ob wir den hier rauspullen können. Pet Nova drauf. Jetzt müssen wir das mal mit Skill machen. Oder zumindest so tun, ob wir Skill hätten. Ah, schau, da geht schon mehr. Der hat auch Infinite Stars einmal abgekriegt. So, tun wir den mal nochmal hier einmal freezen. Bäm, 60k. Okay, das hat reingeschallert. So, die Pet Nova hat aber auch relativ lang Abklingzeit. Na gut, so geht es tatsächlich schon besser. Zack, und den zweiten haben wir. So. Vielleicht sollte man einfach mit den ganzen Zaubern spielen, das hilft manchmal auch. Kann das Auge da mal verschwinden? Warte mal, ich kann halt noch HT ziehen, ne? Ich hab's ja jetzt wieder, hab's lang genug an dem einen Mob rumgeprogressed. Ach fuck, da ist jetzt die Nova so gespawnt. Reason. So, 4 Stück brauchen wir noch. Die kriegen wir da auch noch hin hier. Das Problem ist, ich weiß halt nicht mal, was die Hälfte der Spells machen, ne? Das kommt halt auch noch dazu.
Ja, genau, 470er GS. So in der Art hat der Char. Richtig harter Stuff. Ich glaube, mit dem Worry, den ich vorhin gespielt habe, bei den Worgen, dann hätte ich wahrscheinlich alles hier zusammenpullen können, da wäre nach 2 Sekunden Feierabend gewesen. Aber mit dem hier eher nicht. Na komm, hier, das haben wir noch drauf. Ich glaube, das ist die Hälfte der Space ist irgendwelche E-Sachen, die sich jetzt gegen Single-Target nicht so wirklich lohnen, aber egal. Wobei der Zauber haut echt gut rein, ne? Also. Okay, jetzt brauche ich hier noch welche. Da oben haben wir noch einen Hau drauf. Das ist der letzte. Dann sind wir durch. Jetzt hauen wir da noch geskillt eine Orb hin, sodass er da durchlaufen muss. Freezen ihn in der Orb drin. Seht ihr das? Wie geskillt wir das jetzt hier machen? Zack. Geht jetzt! Das hat noch ein Nachspiel, Wurfhammer! Von einem Herz aus. Sehr schön, mein Assistent! Das sollte uns etwas Zeit verschaffen! Okay. Wunderbar! Überlass das Putzen mir! Geht zu Sassi und versammelt die Käufer für den X52! Okay, dann müssen wir das Ding jetzt verkaufen. Interessant. Jojo, kannst du machen. Passt. So, okay. Also, wir gehen einmal zurück mit der Flugmaschine. Und dann sind wir hoffentlich bald fertig, oder? Na gut, hier gibt es erstmal Gold. Wahrscheinlich gibt es dann noch einen kleinen Hinterhalt. Ich vermute mal, der Galliwix, der will da doch sein Gold noch einstreichen, ne? Mit seinem gefälschten Vertrag, den er da hat. Aber auf jeden Fall ein lustiges kleines Szenario. Abgesehen davon, dass es ein bisschen ätzend ist, mit einem Gammelchar das zu machen. Okay, wir müssen jetzt zurück nach OG, ne? Nehmen den Zivil. Okay, also ich fliege dann einmal zurück nach OG, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir jetzt hier in Tanaris. Ich musste nämlich nicht nach OG, sondern ich musste zum Herrn Noggenfeuer und die VIP-Liste abarbeiten für Käufern. Schauen wir mal hier, quatschen wir Kann mit ich dem. nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ah, schau mal. Er Zeit ist dabei. Jetzt ist müssen wir dem nächsten die Einladung geben. Und zwar müssen wir da einmal. Achso, es sind nur zwei Leute auf der VIP-Liste. Oder ploppen die dann immer weiter auf? Also, wir haben jetzt den Noggenfeuer und der zweite auf der VIP-Liste ist der Potzig. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, ne? Noggenfeuer, den kennt man vom Noggenfeuer-Elixier. Das ist das, wo du dich in verschiedene Sachen verwandeln kannst. Ich glaube, Skelett ist auch dabei. Größer wirst du, kleiner und so. Das gab schon in Classic. Deswegen kennt man den werten Herrn Noggenfeuer. Aber den Potzig, den kenne ich tatsächlich nicht. Mal gucken, was das für einer ist. Ich befürchte jetzt fast, dass die Liste immer länger wird, wenn man den nächsten quasi gefunden hat. Wo ist er denn? Da drin, oder? Hier in der Hütte. Da haben wir ihn. Was erzählt man sich auf der Straße? Seid vorsichtig da draußen. Ah, okay. Ich dachte es mir schon. Gaslow. Da müssen wir jetzt wieder ganz nach oben. Aber ich habe jetzt vorhin gelernt. Ich hätte den. Ich habe vorhin auch nicht den Zeppelin genommen, sondern ich kann mich ja selber porten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich beim Gaslow bin. Gut, wir sind auf dem Anflug hier, ne, nach Ratchet. Den nächsten Goblin. Den Gaslow, den kennen wir ja unter anderem. Ich hab nen Vertrag mit Hobart, hat sich also gegen Galliwix gewehrt, ne? Na endlich! Ich bin dabei! Gut, und jetzt muss ich wieder zurück nach. Ne? Ach so, wir können das Schiff auch nehmen. Stimmt. Oh, da fährt's gleich ab. Schnell, schnell, schnell. Schaffen wir das noch? So, und ich muss jetzt nämlich wieder einmal komplett zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das gucken wir mal. Die VIP-Liste können wir jetzt abgeben. So müssen wir jetzt wieder zurück. Wir müssen Drekopolis retten. Okay. Ich habe mir fast gedacht, dass wir nochmal zurück müssen, weil das Luftschiff, oder das Luftschiff, sage ich hier, der Gyrokopter, da noch rumstand. Oh, Phase 1. Oh nein, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen, oder? Ich habe gehofft, dass ich nicht mehr kämpfen muss mit meinem Gammel-Mage, aber ich glaube, da kommen wir jetzt nicht aus. Sucht ihr Arbeit? Galliwix ist durchgeknallt. Er hält Wurfhammer als Geisel. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ja, raus
Wir haben hier alles im Griff. Ihr macht diesem Unsinn besser ein Ende. Na super. Warte mal, kann ich da vielleicht mich irgendwie durchsneaken? Ich bin noch ein Mage. Ich hab doch diese Greater Invisibility-Kacke. Soll ich das mal probieren? Dass ich einfach komplett versuche durchzulaufen. Okay, das ist nicht so gut. Ich mount einfach auf, lauf bis zum Ende durch, zieh Greater Invis und dann muss ich hier nichts bekämpfen. Das ist jetzt eigentlich mein Plan. Meint ihr, das klappt? Ich hoff's doch mal. Okay, weil wenn ich jetzt hier alle Mobs töte, dann wird's wahrscheinlich ewig dauern. Ich muss ja nur den Typen retten, ne? Achtung, Achtung! Einwohner von Drekopolis! Als euer Miet- und Dienstherr übernehme ich die direkte Kontrolle über die Geschäfte der Stadt! Und kommt bloß nicht auf irgendwelche dummen Ideen! Ich würde hier nur ungern Verluste verbuchen! Her mit dem Anzug, sonst! Der diesen Eindringling als erstes unschädlich macht, bekommt einen fetten Bonus und wird obendrein noch befördert! Oh nein, bleibt er jetzt nicht da stehen, oder? Okay, das hat jetzt schon fast gut funktioniert. Okay, also die muss ich jetzt auf jeden Fall weghauen. Ich habe aber nur einen gepult, das ist schon mal gut. Wo habe ich denn die Frostnova? Da hatte ich die Frostnova. Ach komm, der kann mich von da hinten hitten? Was soll denn der Scheiß? Okay, da muss ich noch ein bisschen weiter weg. Uiuiuiui. Okay, nach einem Mob müssen wir jetzt nochmal recken hier, würde ich sagen. Ach nee, ich habe sogar noch Food. Okay, gut. So, jetzt kommt der Endboss. 600k hat der. Aber ich habe HT ready. Jetzt alles oder nichts auf den Typen drauf. Ziehen wir uns das Schild nochmal. Schauen wir, dass wir da nichts adden. Okay, die wollen wir auf keinen Fall adden. Dann stellen wir uns lieber mal irgendwie so hin. Oho! Großer Fehler, Freund. Oh, ich wollte HT ziehen, ne? Was macht denn der da? Das sieht ungünstig aus. Na gut, das hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich habe mir jetzt gedacht, ich kriege jetzt richtig auf den Latz. Ich darf bloß von außen nichts dazu adden. Fuck! Fuck! Warum? Ich bin doch gar nicht so weit weg. Okay, was mache ich jetzt? Kriege ich die irgendwie noch CC'd? Oh, scheiße. Nein, ich bin gestorben. Nein, ich will nicht hier geretzt werden. Ach, fuck it. Nein. Jetzt habe ich auch keinen Greater Invis mehr. Scheiße. Nein, warum? Ich hätte nicht so weit von ihm weglaufen sollen. Aber vielleicht kann ich sie outrangen. Ja, ich habe noch... Ist der jetzt wieder... Nee, der ist jetzt nicht mehr... Wenn ich jetzt da ganz hoch gehe, vielleicht resetten sie, ja? Okay, sie sind halt tatsächlich resettet, ne? Hohoho. Wo ist mein Frostele? Ah ja, gut. Okay, gut, jetzt habe ich halt kein HT mehr. Alter, das ist halt hier so ein Progress, ich sag's euch. Ja, aber das Problem ist, die Mobs haben mich... dieses Ding hier, ne? Dieses Verfolgungsteil, das hat, glaube ich, so richtig Schaden gemacht. Wenn ich jetzt hier hinter die Ding gehe... Geht in der... Ach ja, gut, wenn ich's LOS, dann geht's halt voll klar... Ich darf halt nicht zu weit an den Rand da laufen. Also hier kann ich halt in Deckung gehen. Okay. Das hat glaube ich, gepasst. Ich kann jetzt halt wieder nicht so weit an den Rand rennen. Nicht, dass ich ihn halt wieder adde, ne? Das will ich halt jetzt vermeiden, tatsächlich. Jetzt bleibe ich einfach hier stehen. Okay. Passt. Ich glaube, den krieg... Na, fuck, jetzt muss der Shit noch spawnen hier. Ich glaube, beim nächsten gehe ich einfach einen Eisblock, oder? Das müsste ja eigentlich auch passen. Oder? Na, ich gehe nochmal hoch. Ich spare mir den Eisblock. So, nochmal hier hinter das Ding. Alter, für 600k, ne? Wie lange ich hier rumkämpfe. Das darfst du keinem erzählen.
Dann kann der nämlich so weit hitten. Der hat ja richtig die riesen Range, der Typ. Sehe ich jetzt gleich dahinter? Ich hoffe mal, sonst ist halt wieder Feierabend. So, 100k da jetzt noch. Jetzt mealen wir den weg hier. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Bäm. So nice. So nice, wir haben ihn gekillt. Ich habe dem X-52 eine Turbo verpasst. Seine Aktivierung erhöht die Anzugleistung drastisch. Er überlädt aber auch seinen Kern. Achso, wir haben ihn angelegt. Deswegen aber nicht, ihn gegen Gallivix einzusetzen. Ihr braucht ihn womöglich. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da vorbeikomme, ohne dass ich wieder alles adde. Schauen wir mal, ob wir an dem vorbei. Warte mal, jetzt machen wir hier. Ich versuche jeden Kampf zu meiden, weil jeder Kampf ist hier mit dem Mage eine Qual. Schauen wir mal, den haben wir clever umgangen. Jetzt gucken wir, ob wir da noch vorbeikommen. So. Da hoch, ja, wunderbar. So, das ist nur. Oh fuck, der hat halt arsch viel Life, ne? Und Minen hat der auch noch. Vielleicht kann ich den ja irgendwie in die Minen reinziehen und der stirbt da dran. Wie machen wir das jetzt? Jetzt futtern wir nochmal. HT haben wir noch. Cooldown. Fuck, 1 Million Life, ne? Uiuiuiui. Ach komm, da muss das Ding halt instant. Ach fuck, der macht das gleiche wie der andere Dude, ne? Ah, da muss ich raus. Also ich kann ihn durch die Minen durchziehen, das geht tatsächlich. Okay. Das müssen wir dann doch ein bisschen besser spielen. Also wenn er mich mit irgendwas erwischt, dann bin ich tot. Also der hat anscheinend die gleichen Fähigkeiten wie der andere Dude, den wir schon kennengelernt haben. Obwohl, warte mal, ich kann eigentlich auch hier durchlaufen mit dem Mount, das müsste eigentlich schneller gehen. Wenn ich ihn durch die Mine durchziehe, dann kriegt er auch gut Damage. Und wir haben vor allem wieder Greater Invis ready, das passt. Also das hier ist ja echt ein richtiger Progress Run. Ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich meinen Char ein bisschen besser gegeert. Ich habe noch nicht mal die Azerit-Teile halt geskillt, ne, weil mein Hals auf 13 ist, das ist das Problem. Deswegen kann ich noch nicht mal die Azerit-Sachen skillen, das ist halt ein bisschen ätzend. Okay, jetzt haben wir aber hier CDs wieder ready, zumindest hier das hier. Diese Adern aus Eis. Stellen wir uns hier hinten hin und wir müssen halt bloß gucken, dass wir von dem schnell wegkommen. Jetzt macht er nichts mehr? Habe ich ihn verbuggt? Nice, ich hab den Mob verbuggt. Ich glaube, Blizzard hat Mitleid mit mir, weil ich so schlecht bin, dass sie gesagt haben, komm, scheiß drauf, ne? Der Mob macht jetzt einfach gar nichts mehr, sonst packt Taylor das nicht mehr heute. Oh, was, jetzt portet er sich irgendwie rum. Ich glaube, der ist komplett broke, der Typ. Ja, gut. So kriege ich ihn auch tot. Perfekt. Perfekt. Ich glaube, du hättest ihn eigentlich halt immer in diese Bomben reinziehen müssen, ne? Und dann wird er immer kurz gestunt oder irgendwas oder kriegt relativ gut Damage. Schau mal, wie viel DPS ich auf den Boss draufhaue, ne? Das würde mich mal interessieren. Ich habe halt ganze 11k DPS, ne? Ich bin ja schon ein richtig krasser Stecher hier. Mal gucken, wie viel davon. Ist Dings dabei? Stars? Unendliche Sterne? Naja, gut, gar nicht mal so viel, ne? Ich habe mit dem tatsächlich sogar einen Dings-Item. Hier den Ring habe ich, ne? Ja, irgendwie aus irgendeiner PvP-Kiste oder so rausgezogen. Okay. Sieht doch gut aus. Haben wir uns durchgemogelt hier. Da muss ich jetzt noch looten. Was, der repariert sich? No! Er repariert sich halt einfach. Jetzt macht er wieder was. Scheiße. Nein! Was ist? Nein, Bombe! Nein! Fuck! Nein! Auf, wieder eine Bombe! Scheiße! Verdammte Scheiße! Was ist denn hier verkehrt? Nein! Nein! Ich bin wieder tot! Warum?
Das gibt's doch nicht. Muss ich jetzt das nochmal machen? Nein! Warum? Warum hält er sich denn? Was soll denn die Scheiße? Och, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich will diesen scheiß Mage nie wieder spielen müssen. Ah. Warum hält denn der sich hoch? Und dann dreht er halt auf einmal richtig frei. Was ist denn da verkehrt? Und dann habe ich mir halt eine Bombe reingeblinkt, ne? Weil ich weggepanickt bin und versucht habe, aus dem Breath rauszugehen. Oh, fuck. Muss ich ihn jetzt nochmal komplett runterspielen? Nee, aber er hat jetzt. Okay, er behält das Life, ne, was er hatte. Aber ich habe jetzt Greater Invis, ne? Easy, das tun wir jetzt hier weg, Invisen. Oh, dammit. Alter. Jetzt läuft er aber in die Bombe rein, oder? Komm, du läufst. Hallo, du bist voll durch die Bombe durchgelaufen. Kann ich gleich wieder AT ziehen, ne? Fuck it, Flammen. Alter, das war halt echt knapp. Wenn ich so weit wegstehe von ihm, ist es halt echt teilweise knapp aus dem Flammenbreath rauszukommen, weil der so eine riesen Range hat. Also ohne Blink würde ich da halt echt nicht rauskommen. Jetzt, Assistent, aktiviert den Turbo. Das Turbo. Jetzt habt ihr Holzkopf es geschafft. Sobald ich hier rauskomme, mache ich euch kalt. Was zum... Hey, mach sofort einer die Blechbüchse auf. Aber natürlich, Galliwix, sobald unser Vertrag neu ausgehandelt ist. Alter, jetzt endlich fertig. Wunderbar. Habt ihr eine Frage? Leider kann der X-52 euch nicht länger schützen. Aber er ist immer noch... Erhaltet ihn doch. Betrachtet ihn als Bezahlung für eure Dienste. Tja, entschuldigt mich jetzt. Ich muss einen Handelsprinzen erpressen. Ihr wollt mich erpressen, Hubert? Respekt! Kommt, kauft, stöbert! Riecht! Welches ist? Ne, das ist die Explorer. Das hier ist es. Ja, okay, sieht ganz nett aus. Könnte der Umhang dazu? Nee, oder? Der Umhang. Der passt sogar so ein. Na wohl, warte mal, ich mach jetzt mal ohne Umhang. Oh, ich habe zu viele Umhänge. Leute, ich bin so froh, dass ich das jetzt hier geschafft habe. Das war der größte Progress überhaupt. Ja, wir können es ohne Umhang nehmen, oder? Ich finde, das passt ganz gut. Die Waffen, ja gut, die passen jetzt irgendwie nicht so ganz dazu. Jetzt ist halt ein Mage, ne? Aber der wird jetzt wahrscheinlich hier keine. Ich könnte so einen Stab, aber der Stab passt halt noch weniger dazu. Ich könnte irgend so einen Dolch nehmen, der so ein bisschen mechanisch aussieht. Das. What the fuck, was ist denn das für ein Teil? Okay. Ich habe halt nie Dolche tatsächlich. Sag mal, irgendwas. Finden wir irgendwas, was so halbwegs mechanisch aussieht? Was da dazu passt? Irgendwas, was rötlich ist und mechanisch aussieht. Na naja, gut, das wird so halbwegs dazu passen, der Dolch. Der ist zwar nicht mechanisch. Die sehen so ein bisschen over the top aus. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Was ist mit dem Ding? Nee, das finde ich gar nicht so verkehrt. Könnte einigermaßen dazu passen, aber ich habe halt nicht sonderlich viele Dolche. Das auch ganz cool aus. Okay. Ich glaube, da passt nichts so wirklich dazu zu dem Dings. Ich glaube, das hier ist so noch das Beste. Und was haben wir da? Eine Schildhand können wir auch noch nehmen, ne? Vielleicht auch irgendwas, was so ein bisschen rötlicher ist. Alter, was sind das für Riesenschildhände hier? Kleines, bisschen mit Crystal. Buch, naja. Passt jetzt irgendwie alles nicht so ganz dazu, tatsächlich. Ich glaube, ich nehme irgendwas Kleines, Unscheinbares. Vielleicht das. Naja, das passt eigentlich auch nicht. Sowas. Das ist ganz okay. Sollen wir da noch so alles? Naja. So eine Fackel.
Zum Anzünden. Oh nee, die Dynamitstange, die ist gut. Die Dynamitstange ist gut, die nehmen wir. Komm, passt. So, Transmog fertig. Ich bin Bindet euch an den geschafft für Tisch. heute. Jetzt haben wir unseren Goblin hier. Ja, die ist ganz okay. Also die haut mir jetzt nicht von den Socken, aber die ist ganz okay, die Ausrüstung. Wenn wir jetzt hier die Waffen ziehen. Also ich habe jetzt in einer Hand eine Dynamitstange und in dem anderen so ein Dolch. Also das passt jetzt nicht wirklich hundertprozentig dazu. Die Dynamitstange eigentlich schon, die ist ganz cool. Aber das Ding, ja. Wieder eine Traditionsausrüstung fertig. Ich bin auch fertig mit den Nerven. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.